liebe Mitglieder und liebe Freunde des Ost-West-Forum Gut Göderitz. Sehr geehrter Herr Professor Schlink, meine Damen und Herren, im Namen des Vorstandes unseres Bürgervereins begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu einer neuen Veranstaltung unserer monatlichen Samstagabendreihe. Die Stammbesucher unter Ihnen wissen, wenn ich eine Veranstaltung eröffne, dann handelt es sich in aller Regel um ein kleines Vorprogramm zur Eröffnung einer neuen Kunstausstellung. So ist es auch heute. Das Ost-West-Forum Gut Göderitz eröffnet seine 31. Kunstausstellung. Gezeigt werden Arbeiten des Kölner Fotografen Horst Hahn. Die Bilder dieser Ausstellung sind in 13 verschiedenen Ländern auf 4 verschiedenen Kontinenten gemacht worden. Es handelt sich gewissermaßen um Reisebilder. Ich möchte Ihnen zunächst den Fotografen, den Reisefotografen, kurz vorstellen. Vielleicht fangen wir einfach damit an, uns zu fragen, was wir selbst aus diesen Bildern über den Fotografen ablesen können. Also Horst Hahn ist ein Weitgereister, ein Vielgereister. Horst Hahn ist ein Neugieriger, ein Interessierter an anderen Ländern, an anderen Kulturen, an anderen Leuten. Horst Hahn ist ein guter Beobachter und Erzähler, ein Berichterstatter von dem, was er woanders gesehen hat. Horst Hahn erzählt nicht mit Worten, sondern mit Bildern. Er fotografiert. Horst Hahn ist kein gewöhnlicher Tourist. Er reist anders, er sieht anders, er fotografiert anders. Seine Aufnahmen unterscheiden sich wahrscheinlich stark von unseren Urlaubsbildern, die wir in anderen Ländern auf anderen Kontinenten machen. Statt die touristischen Sehenswürdigkeiten abzulichten, fotografiert er Alltägliches, fotografiert er Gewöhnliches. Fragen wir also, wer ist der Schöpfer dieser Alltagsfotografien? Horst Hahn ist 1937 in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen geboren. Er hat Installateur und Heizungsbauer gelernt, hat einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Später hat er studiert in Köln, ein Hochschulstudium für Restaurierung. Der Restaurator ist ein künstlerischer Beruf, der sich vor allem auszeichnet durch ein ausgeprägtes Geschichts-, Kunstgeschichts- und Kunstverständnis, durch ein tiefes Einfühlungsvermögen, durch genaue Beobachtung, durch akribisch exaktes Arbeiten, durch viel Geduld und auch mit der Fotokamera muss sich der Restaurator gut auskennen. Nach Abschluss seines Studiums hat Horst Hahn mehr als 3 Jahrzehnte lang als Amtsrestaurator gearbeitet für Wandmalerei und für Steinskultur. Er hat unter anderem auch in Griechenland restauriert in der antiken Hafenstadt Demetrias. Auf seinen zahlreichen weiten Reisen hat Horst Hahn immer viel fotografiert. Und so hat er sich auf diese ganz praktische Art und Weise in der Fotografie, diesem doch relativ jungen Zweig der bildenden Künste vervollkommnet, ist er zu einem Lichtbildner, zu einem Fotokünstler geworden. In Köln wurde er in die Deutsche Gesellschaft für Fotografie aufgenommen, in Berlin in die dortige Gesellschaft für Fotografie und seit über 10 Jahren ist er auch Mitglied der Gesellschaft Fotoarchive e.V. Horst Hahn hat seine Bilder schon auf sehr vielen Ausstellungen zeigen können. Aus der langen Liste seiner Ausstellungen will ich nennen Köln, Essen und Solingen, Gotha, Dresden und Heringsdorf, Konstanz, Wals, das ist in Holland, und Katowice. Zahlreiche Museen, Galerien besitzen Arbeiten von Horst Hahn. Zur Eröffnung seiner Göderitzer Ausstellung ist Horst Hahn zusammen mit seiner Ehefrau aus Köln zu uns gekommen. Darüber sind wir sehr froh. Lieber Herr Hahn, liebe Frau Hahn, herzlich willkommen in Gut Göderitz. Fragen wir weiter, was ist diesen Bildern aus so unterschiedlichen Ländern, also aus Jemen, aus Nepal, aus Togo, aus Äthiopien, Indien, Burkina Faso, Mali, Australien, Benin, Madagaskar, Zypern und so weiter, was ist ihnen gemeinsam? Was verbindet beispielsweise den Imker aus Südäthiopien mit dem Straßenfrischer aus Benin, den Uhrmacher in Togo mit dem Kokosnusshändler aus Jemen? Alle diese Bilder erzählen von der Arbeit, vom Leben einfacher Leute. Sie erzählen übrigens auch dann davon, wenn auf manchen dieser Bilder gar keine Leute drauf sind.
Es sind dann ihre Behausungen, ihre Werkstätten, ihre Arbeitsplätze, die von ihrer Arbeit und von ihrem Leben erzielen. Abseits touristischer Höhepunkte lichtet Horstan das normale Leben normaler Leute ab. Und er macht das auch auf eine fotografisch tradierte, normale Art und Weise. Diese klassische Form der Schwarz-Weiß-Bilder, die wir sehen. Und er macht das ohne Stativ, ohne extra Beleuchtung. Man kann sagen, dass auf seinen unspektakulären, einfühlsamen, wahrhaftigen Bildern diese einfachen Leute zu den Stars seiner Fotos werden. Horst Hahn ist ein Starfotograf der ganz besonderen Art. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas auf einem Bild sehe oder in einem Bild. So formuliert es der Leipziger Fotograf und Fotokünstler Corwin von Coevede. Und die Stammbesucher unter Ihnen wissen, dass wir das gleiche Prinzip schon auf eine ganze Reihe unserer Ausstellungen angewandt haben, auf Malerei und auf Grafiken. Jetzt ist ein Unterschied, ob ich etwas auf einem Bild sehe oder in einem Bild. Auf den Bildern von Horst Hahn können wir alle sehr viel sehen und wir sehen alle dasselbe. In seinen Bildern können wir auch sehr viel sehen. Aber neben Gemeinsamen werden wir auch Unterschiedliches sehen, Unterschiedliches fühlen, Unterschiedliches denken. Das Denken ist bei dieser Ausstellung besonders wichtig. Die Bilder von Horst Hahn sind Nachdenkbilder, keine Zerstreuungs-, keine Unterhaltungsaufnahmen. Sie regen uns zum Nachdenken an, können Fragen auslösen, Fragen regelrecht provozieren. Das können Fragen sein nach unserer Zeit, nach unserem Leben, nach unserer Art zu arbeiten und zu leben, im Unterschied zu dem, was wir hier auf den Bildern sehen. Denn man kann schon, wenn man sich die Bilder anschaut, ja, Fotograf hat die Ausstellung ja genannt, Small Business, Kleingewerbe am Straßenrand, also diese Kleingewerbetreibenden lichtet er ab, Produzenten und Händler, Kleinproduzenten, Kleinhändler, dann hat man schon den Eindruck, die Art des Produzierens, des Handelns, die wir hier sehen, das scheint sich seit sehr langer Zeit nur sehr wenig geändert zu haben. Sind das Bilder vom Stillstand der Zeit, von Rückständigkeit, von Primitivität? Wenn man sich so fragt, wird man vielleicht stutzig und fragt sich auch, müssten dann die Leute auf diesen Bildern nicht unzufriedener und unglücklicher reinschauen, als sie es tun? Und wenn man so fragt, dann müsste man sich auch fragen, ob denn unsere Art zu handeln und zu produzieren, zu arbeiten und zu leben, unsere Zeitraserei, unsere zunehmende Beschleunigung, unsere Alltagshektik, ob die denn einhergeht mit Zufriedenheit und mit Glück. Und wenn man so weit ist mit den Fragen, dann sollte man sich auch fragen, ob wir einen Grund haben, ob wir ein Recht haben, zu einem überheblichen Naserümpf über diese einfachen Formen von Arbeit und Leben. Bei Horst Hahn gibt es dieses überhebliche Naserümpf nicht. Er fotografiert aufmerksam, neugierig auch, aber diskret. Man spürt seinen Arbeiten an, seinen Respekt, seine Achtung vor dem Leben, vor der Arbeit dieser einfachen Leute, die er zu den Stars seiner Bilder macht. Also das sind Dinge, die dann beim Betrachten der Bilder an Fragen entstehen können. Aber Fragen nach unserer Zeit, nach unserem Leben, nach unseren Glücksvorstellungen, nach unseren Zukunftserwartungen, solche Fragen zu stellen, über diese Fragen miteinander zu reden, gemeinsam nach Antworten zu suchen, das gehört doch ganz wesentlich zum Profil des Ost-West-Forum Gut Göderitz. Deswegen möchte ich noch ein paar Bemerkungen abschließend dazu machen, warum diese Ausstellung gut hierher passt. Also sie passt erstmal gut in diesen Raum, in dieses Haus. Das ist ja ein Wirtschaftsbau von 1792, eine ehemalige Schäferei. Also ein Arbeitsort, ein Handelsort, denn auf Gut Göderitz wurden nicht nur Schafe gezüchtet, die wurden auch verkauft. Und ich habe mir sagen lassen, Zuchtböcke der Rasse Merino waren gefragt, waren sehr teuer, sind nach Osteuropa, nach Südamerika, nach Südafrika verkauft worden. Also es passt gut in den Raum. Aber die Bilder passen auch gut zu unserem Bürgerverein, zum Ost-West-Forum Gut Göderitz. Und das will ich begründen an einigen der Überlegungen, der Fragen, die diese Bilder bei mir auslösen, in mir auslösen. Sie können jeder von Ihnen, jede von Ihnen das vergleichen mit den Überlegungen, mit den Fragen, die durch diese Bilder vielleicht bei Ihnen wachgerufen werden. Eine erste Frage, ich knüpfe an
Gesagtes an, haben wir, also wir in den reichen Ländern der ersten Welt, wir in den Ländern mit Massenproduktion, mit Massenkonsum, haben wir ein moralisches Recht zu einem überheblich selbstsicheren Blick auf diese andere Art von Arbeit und von Leben? Zweite Frage, wenn schon primitiv, sind diese Formen von Arbeit und Leben nicht auch eine der Langzeitnachwirkungen aus kolonialen Vergangenheiten, also aus Zeiten, als unsere Länder, als unsere Völker zu den kolonialen Herren gehört hatten? Dritte Frage, ist denn die heutige Praxis des massenhaften Exports billiger Fertigprodukte aus den reichen Ländern der ersten Welt in die ärmeren Länder der Welt, ist das eigentlich eine Hilfe für diese ärmeren Länder? Oder ist das nicht eher ein Hemmnis für die Herausbildung eigener tragfähiger Wirtschaften? Und eine letzte übergreifende Frage. Ist denn überhaupt unsere Art zu arbeiten, zu leben, zu konsumieren ein zukunftsfähiges Modell für die gesamte Menschheit? Also wenn wir heute, 2015, wenn auf unserem Planeten alle Menschen so leben würden wie wir, wenn sie so viel Energie, Wasser, übrige Ressourcen verbrauchen würden wie wir, dann bräuchten wir sehr bald einen zweiten Planeten, um die Zukunft der Menschheit zu sichern. Weil wir aber nur den einen haben, sind wir doch alle zusammen dafür verantwortlich, dass dieser eine Planet Heimstatt für die Menschheit bleiben kann. Aber reicht dafür unser derzeitiges Verantwortungsbewusstsein immer aus? Reicht das Ausmaß unserer Solidarität hin? Wir reden ja oft von Verteilungsgerechtigkeit, fordern mehr Verteilungsgerechtigkeit zu Recht ein. Aber ist uns immer bewusst, dass zur Verteilungsgerechtigkeit auch Verteilungsbereitschaft gehört, Teilungsbereitschaft gehört? Wenn man sich manche Reaktionen auf die anschwellenden Flüchtlingsströme, auf die steigende Anzahl der Asylbewerber vergegenwärtigt, wenn man sich vergegenwärtigt, was sich in den letzten Wochen und Monaten auf Straßen und Plätzen in Dresden und Leipzig vor allen Dingen abgespielt hat. Ich komme aus Dresden, also was sich um Pegida rankt. Heute Abend gibt es ja in Wuppertal, glaube ich, solche Großkundgebungen. Wenn man sich das vergegenwärtigt, da hat man schon den Eindruck, dass unsere tradierten Gefühlsmuster, unsere gewohnten Denkmuster, unsere eingeübten Handlungsmuster hinter aktuellen globalen Erfordernissen zurückbleiben. In der Sächsischen Zeitung vom 16. Januar war ein ganzseitiger Artikel zu lesen unter dem Titel Naive Liebe zum Kapitalismus. Geschrieben hat ihn Meinhard Miegel. Professor Miegel ist ein renommierter Sozialwissenschaftler. Und dieser Beitrag endet mit folgender Feststellung, Zitat. Aber wenn es nicht gelingt, die tief verinnerlichten kapitalistischen, das hat ein Gänsefüßchen gesetzt, kapitalistisch, die tief verinnerlichten kapitalistischen Denk-, Gefühls- und Handlungsmuster zu überwinden, können die Menschen noch so viel am System herumschrauben? Sie werden keines ihrer Probleme lösen. Zitat Ende. Ich glaube, dass wahrscheinlich Papst Franziskus aus der gleichen tiefen Sorge heraus in der letzten Zeit mehrfach mündlich und schriftlich besorgt darauf hingewiesen hat, dass unser sich ausbreitendes Wirtschaftssystem, also diese Marktwirtschaft, die sich immer mehr von sozialer Verantwortung abkoppelt, dieser moralfreie Turbokapitalismus, dass dieses System unmenschlich ist. So viel, meine Damen und Herren, liebe Freunde, an Überlegungen, an Fragen, die diese Bilder bei mir auslösen oder den Blick zumindest dafür verstärken, schärfen. Vielleicht geht es nicht wenigen von Ihnen ähnlich. Wir werden jedenfalls in unserem Bürgerverein über diesen Problemkomplex sicher auf weiteren Veranstaltungen reden. Wir werden uns die dafür notwendige Zeit nehmen. Apropos Zeit, lassen Sie mich mit einem guten Rat schließen, der ist nicht von mir, sondern von Georg Christoph Lichtenberg. Nun ist der Herr Lichtenberg zwar schon 1799 gestorben, aber sein Ratschlag ist brennend aktuell. Er geht nämlich so, man sollte nie so viel zu tun haben, dass zum Nachdenken keine Zeit mehr bleibt. Ich wünsche uns allen einen nachdenklichen Abend und übergebe zum Hauptprogramm des Abends an meine Vorstandskollegin Frau Adina Rieckmann. Vielen Dank. Applaus